Ich werde wahrscheinlich sowieso zwischendurch ein bisschen leveln müssen. Ne, zwei mache ich nicht mit. Flüchten. Also zwei sind zu heftig. Ich werde sowieso zwischendurch leveln müssen. Das werde ich dann eh nicht aufnehmen. Von daher, das ist eh egal. Dann werde ich ein bisschen Geld sammeln zwischendurch. Kommt schon von alles von alleine. Warum hat der Frosch ausgesetzt diesmal? Warum das? Zack, zack. Ah, wir können mal gucken. Ich möchte gleich was nachgucken. Kommt mir direkt mein Käfer nach. Nee, auch nicht. Ich habe vielleicht darüber nachgedacht, dass, ich weiß auf jeden Fall, dass es verschiedene Wutattacken gab oder irgendwie sowas, irgendwas mit den Waffen oder mit den Sachen anhat, zu tun hat, was du hattest und ja sein können, dass du da irgendwie, dass du da durch irgendwas eins. Ich kann mir das aber trotzdem nicht erklären, das muss doch irgendwie aktivierbar sein. Aber wahrscheinlich blau heißt wahrscheinlich geht nicht. Ist ja doof, dass man am Anfang direkt diese Punkte hat und dann, dass es gar nicht, benutzen kann. Ich weiß auf jeden Fall, als ich das zum allerersten, ich habe das halt zweimal durchgespielt, also nicht durchgespielt, sondern zu dieser Stelle, wo ich immer nicht weiterkam, gespielt. Und beim ersten Mal habe ich diese Wutpunkte nie benutzt, weil ich gar nicht wusste, dass die irgendwie für irgendwas da waren oder so. Und beim zweiten Mal habe ich die benutzt und die haben das Leben echt leichter gemacht. Wofür sind die zwei Säulen hier? Ach, da ist ein Schalter versteckt. Ach, da ist auch ein Schalter. Uiuiui. Hä? Oh Gott. Also hier sind zu viele Gänge. Hier sind zu viele Gänge. Oh Gott. Und das ist erst der zweite Dungeon. Wie werden die anderen dagegen schlimm sein? Oh. Jetzt schon Angst vor. So. Okay, muss ich wahrscheinlich den Schalter verschieben. Nee? Doch? Ah, da war eine Treppe drin versteckt. Uiuiui, das war gemein. Ein Dreieck, dessen Spitze nach oben weist, wirkt die Lösung. Darauf muss ich mal trinken. Ja. Ach so, natürlich. Nee, Quatsch. Nee, Quatsch. Nee. Warte mal eben. Ah ja, jetzt habe ich's. Wir müssen es einfach umdrehen von den Steinchen her. Und so würde das Dreieck nach oben schauen. Und dann müsste die Tür aufgehen. Ja, na, tatsächlich. Juhu, das ist cool. Oh, eine blaue Truhe. Oh, was ist denn da drin? Ein Schlüssel gefunden. Oh, okay, das ist schon mal gut. Das ist gut. Gehen wir mal zurück. Und da hauen den Adler mal weg. Außer, ja, wenn es nur einer ist, dann tut es trotzdem ziemlich weh, aber... Volk... Boah, 16. 16 ist aber ziemlich... 16 ist wirklich viel, oder? Naja. Oh, Tasche. Kann ich irgendwie noch so eine Schnelltaste belegen? Die werde ich ja eh immer benutzen, dieses Gewässer. Soll ich erstmal zurückgehen? Nee, ich will erstmal jetzt nochmal nach rechts gehen. Wenn ich schon mal hier bin, gehe ich mich alles angucken. Ich vermute mal, dass da eine Sackgasse ist, denn unten war der Schlüssel und wir kommen eh nur bei der verschlossenen Tür weiter, deswegen sind das hier alles Sackgassen. Vermute ich jetzt mal. Oder auch nicht, das scheint nämlich ganz schön groß zu sein, der Raum hier. Der Frosch, der tut doch eh nichts, der guckt dann nur guck. Quack, quack, wartet ab. Oh, das erinnert mich an Carpador. Carpador, Carpador. So. Ist hier irgendwas? Also, manche Stellen sehen einfach verdächtig aus. Da werde ich einfach kurz gegen die Wand laufen. Hinter dieser Tür liegt der Weg in dein Martyrium. Ui. Ui, ui, ui. Das steht da nicht umsonst. Hä? Ist hier nichts? Oh, hier ist was. Was ist das denn? Heilsirup gefunden. Okay, da unten sieht es ziemlich böse aus. Okay. Gehen wir da mal rein. Ui. Ach du Scheiße. Na gut, kämpfen wir uns durch. Wird sich wahrscheinlich lohnen. Ja, es lohnt sich immer. Erfahrungspunkte und alles andere, aber... Ah, ey, wenn das... Ne, zwei nicht. Nicht zwei Adler. Da kannst du mich mal... Ne, ich... Ey, Alter, nicht zwei, meine ich. Da gehe ich rein raus, ist mir egal. Fuck. Da gehe ich noch mehr mal... Ah, nein, jetzt kriege ich dich, Junge, jetzt kriege ich dich, denn nun benutze ich meinen Ursprungszauber. Bing! Guckst du blöd, ne? So, wenn da jetzt wieder zwei Adler sind, bin ich am Arsch.
Ach, Gott sei Dank. Gut. So, da haben wir das. ich hasse dich, ich hasse dich. der Arthur. Eieiei. Guck mal, ey, das ist auch so ein krasser und krasser Gegensatz, oder? Guck mal, der Käfer hier, der macht 6 Schaden, die Babyfrösche, die quaken mich nur an. Und der Adler, der kratzt mir einfach mal 16 Kopfpunkte aus den Augen raus. Das ist doch. Wow, ey. Der nur. Ach ja, egal, lassen wir es sein. Der Waldpilz, hauen wir ihn einfach mal, pflücken wir ihn vom Boden auf. Oh, da hätte ich erst. Na, warte mal eben. Da würde ich erst eben was schlucken. Da sind mir nämlich die 18 zu ungeheuer. Ich weiß nämlich nicht, ob die Gegner vielleicht auch kritten können. Weiß ich nicht. Und wenn doch, dann wird es nämlich ziemlich krass für mich aussehen. Boah, das war ziemlich. Das ist ziemlich gruselig, wenn so der Adler bei mir mit krittet. Wow, das wären so 30 oder so. Ui. Das wäre heftig. Oh, wie lange müssen wir denn noch durch, ey? Das ist ja ein riesiger, fieser Monstergang. Ey, wehe, da ist jetzt Schrott in der Kiste drin oder so. Da muss jetzt irgendwie so richtig bombastische Sachen drin sein. Ah, der Waldpilz, auch keine Bedrohung. Und am Ende nochmal der Adler. Ich werde dafür nochmal einen Trank benutzen. Da kenne ich nichts. So. Ah, nur einer. Da habe ich Glück gehabt, dass es hier wirklich jetzt dreimal hintereinander nur ein Adler war. Dum, dum, dum. So, dann würde ich auch mal sagen, dass wir mit den Jakoba-Ringen gefunden. Dass wir, wenn ich mit diesem Dungeon hier fertig bin, auch direkt mal erstmal aufhören werde. Also, diese Session, nenne ich sie mal, dann erstmal beendet ist. Und ich gucke einfach mal, wie das so geworden ist. Und mir, wo ich das eigentlich jetzt. Ja, gucke ich einfach mal. Wo kriege ich denn jetzt diesen Jakoba hin? Jetzt bin ich total verwirrt und drücke hier rum. Wo ist der? Da ist er. Der erhöht meine Abwehr. Oh, ziemlich krass sogar. Das ist super. Das ist super. Das ist richtig super. Hat sich gelohnt. Ja, jetzt könnt ihr mal sehen, ihr Adler. Jetzt könnt ihr ruhig kommen. Jetzt zieht mir nicht mehr so viel ab. Komm her, Frosch. Komm her, komm her. Der Moskito ist mal weg. Ist auch keine Gefahr mehr. Du, 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 du. Da, 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 da. Quack, quack. Da, 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 da. Oh, wir haben schon 600 Goldmünzen. Hat sich der Dolch wieder reingeholt. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Nehmen wieder einen Babyfrosch. Und zack. Dum, dum, dum. Also irgendwie mag ich die Frösche ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung warum, aber irgendwie sind die nicht wirklich sympathisch. Aber sie müssen trotzdem weg. Okay, hier ist noch eine Tür. Machen wir die Käfer mal eben noch kurz weg. Zack. Da sind mir die Käfer tatsächlich ein bisschen lieber, weil die sehen einfach cooler aus. Der Hades-Käfer. Hui. Ich kann gleich wieder einen Kraftwasser benutzen. Naja. Aber wir kriegen ja viel Erfahrung und Goldmünzen. So, die zwei Gänge hatte ich. So, dann. Die Treppe hoch waren wir auch schon. Gehen wir hier runter. Ah, Adler. Nur einer. Gut. Puh. Ah, 13. Das ist aber jetzt auch nicht gerade wirklich viel weniger. Hätte ich mir jetzt mehr erhofft. So, was ist denn da für ein schönes Zeug drin? Kraftsaft gefunden. Ich hatte gerade ein bisschen Panik, weil das ist irgendwie gerade in dem Moment hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob es auch auf der Aufnahme so ist, aber da ist mir gerade der Atem gestockt, wo ich dachte, oh nein, bitte nicht. Gehen wir wieder hier hoch. Und gehen wir mal wieder zurück zum zweiten Teil, oder was das war. Wir sind ja hier erstmal. Genau, wir sind ja da oben gestorben, irgendwo da oben. Bei irgendwo ein Adler. Ich weiß schon gar nicht mehr wo. What, der Mies. Faulen die mit beide einer rein. Naja. Zack. Der Bio-Blob. Komm her, Kumpel. Oh, so ein schöner blauer Teppich da rumliegt, ne? Sieht ziemlich nett aus. Boah, 27. Sehr gut. Ach, können wir direkt wieder ein Kraftwasser benutzen. Ach, furchtbar. Dum, 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 dum. So, ein Hades-Käfer, zack. Schade, nur 19. Oder, nee, warte mal, ich glaube, die Blobs kriegen mehr Schaden, kann das sein?
Ah, kann auf jeden Fall auch nicht sein. Egal. Kraftwasser, sehr gut. So, genau, hier war ja auch mit irgendwie in der richtigen Gegner irgendwie abschießen. Das habe ich. Oh ne, zwei Adler. Ne, das brauche ich mir nicht anzutun. Werde ich aber gleich müssen, glaube ich. Sonst muss ich den ganzen Raum nochmal machen. Das ist ja auch irgendwie doof. Ah, komm. Komm, lass mich mal. Ich will erstmal die. Gucken uns erstmal die anderen Räume an. Und hier können wir uns aufladen wieder. Okay, das ist ja ganz praktisch. Dann kann ich mir trotzdem mit den. Dann lege ich mich mit den zwei Adlern an, wenn ich mich direkt hier wieder aufladen kann. Da habe ich kein Problem damit. So, zack, müssen wir durch. Autsch. Chaoskralle? Wow. Boah, wie viel das wahrscheinlich abgezogen hätte ohne unseren Jaguar-Ring. Jaguar-Ring. Jojojoj. Krass, krass. Krass, krass. So. Zack. Ey, wir hatten volle HP und jetzt haben wir fast nichts mehr. Das ist schon krass. So, ich hoffe mal, dass das jetzt die HP-Aufladung war. Werden wir jetzt merken. Ey, bleib hier, Fischi. Fischi, ich sag, nee, Bibi-Frosch. Komm her. Was ist denn das hier? Ja, tatsächlich, wir sind wieder voll aufgeladen. Dann ist dieses komische Schwanenteil, wie das da aussah, MP-Punkte. Oh, wir haben Degen erhalten? Leck mich am Arsch. Nee, oder? Nee, genau das, was ich vorher geahnt habe. Fuck. Nee, ein Degen. Wir haben den Dolch. Ich nehme alles zurück. Ich habe alles zurück. Ich habe so, was ist denn hier passiert? In der richtigen Reihenfolge abgeschossen. Auf die Pfeil einen neuen Pfad. Okay. Okay, hier muss ich überlegen. Es kommt, der Teil, wo ich mich blamiere, weil ich einfach zu doof bin dafür, weil ich kapiere es gerade nicht. Okay, ich vermute mal, ich muss sie mit dem Pfeil abtreffen. In der richtigen Reihenfolge abgeschossen, öffnen die Pfeile einen neuen Pfad. In der richtigen Reihenfolge abgeschossen, öffnen die Pfeile einen neuen Pfad. Okay. Ich habe gerade keine Ahnung. Ich vermute mal, dass man irgendwo im Dungeon wahrscheinlich. Kommen wir nicht rein. Ich vermute mal, dass wir da erstmal nicht weiterkommen und irgendwo auf so einer Tafel steht, dass da auf irgendeiner Tafel die richtige Reihenfolge steht, vermute ich mal. Anders kann ich mir gerade das nicht erklären. Also wenn wir erstmal zu dieser verschlossenen Tür gehen und ich habe da gerade das Problem, dass ich nicht mehr weiß, wo die ist. Wir haben ein Waschbrett erhalten, hab ich das richtig gesehen? Ob ich jetzt richtig Erinnerungen habe, konnte man das bei Thea im Laden kaufen und ist nur Rüstung, oder? Nö, keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall nichts für uns. Hä, wie kommt man denn hier nochmal zu dieser verschlossenen Tür? War das hier auf der linken Seite? Ah, wahrscheinlich hier. Nee, Quatsch, geht mal nur. Wo war denn das jetzt? Die Tür ist noch zu. Ah, hier kommt man speichern, okay. Okay, dann müssen wir uns die Tür wieder angucken. Ich hab da. Ah, okay. Ja, toll, jetzt haben sie die Bretter wieder resettet. Weil ich gestorben bin, oder? Oder war das ein Ursprungszauber oder. Ach. Ist ja eigentlich egal. Wird schon irgendwo seinen Grund haben. So, machen wir das mal eben wieder weg. Heben das Brett auf, legen es wieder. Ne, andersrum, verdammt. Wir fluten erstmal den Raum wieder. Da ich es wieder vermasselt habe. So, jetzt legen wir es hin. Und jetzt zaubern wir das Wasser weg. So, jetzt sehen wir das Brett wieder auf und legen es hier wieder hin und fluten wieder den Raum. Komm her. Zack. So, damit wir. Ah, was mache ich eigentlich? Ich bin total weg. Ey, dieses Rätsel hat mich schon total wieder an mein Kindheitstrauma erinnert und hat mich total verwirrt. Ich muss mich wieder jetzt ein bisschen konzentrieren.